Live. So, jetzt sind wir live. Jetzt müssen wir das Ganze noch einmal verteilen, dass man das alles sieht. Dauert ja auch immer ein bisschen, bis das auf der eigenen Seite sichtbar ist. Genau, jetzt sind wir ja einfach da. Jetzt scheren wir die ganze Veranstaltung in den Vielflieger-Stammtisch. Und dann geht das auch los. Er schreibt nicht, dann ist es einfach so. Dann posten wir das Ganze und gucken einfach mal, was passiert. Natürlich, natürlich. Ja. Jetzt sind wir quasi auch in der Gruppe am Streamen. Du kannst es ja wahrscheinlich auch sehen im Vielflieger-Stammtisch, beziehungsweise du siehst das ja auch bei mir auf der Seite. Deshalb sollte das jetzt da sein. Wir haben auch schon einen Zuschauer. Ich hoffe nicht, dass du das bist, Mario. Doch, das bin ich. Das ist der Kontrollmonitor. Ich sehe es. Ja, du hast auch noch ein Like vergeben, das ist ja sehr gut. Dann schauen wir doch mal, dass die Leute zusammenkommen. Heute haben wir so ein paar Themen, die wir vorbereitet haben. Und zwar, ich denke mal, wir sollten mal über das Thema Vorkasse sprechen. Wir sollten über das Thema Lufthansa mit der dritten Variante der Business Class sprechen. Wir sollten darüber sprechen, Maskenpflicht im Flugzeug und Bundesregierung ohne Maske. Und dann ein Thema, was mir auch am Herzen liegt. Eurowings, Haute Cuisine, Currywurst an Bord. Das ist ja genau was für dich, würde ich sagen. Ich denke, dass du das auch magst. Aber ich bin ja nicht so, dass ich das jetzt als monothematisch ansehe. Nein. Nein, überhaupt gar nicht. Ja, du fragst mich, was der Sinn und Zweck der Übung hier ist. Der Sinn und Zweck der Übung ist einfach, dass wir ein neues Format mal ausprobieren und live. Und irgendwie vermisse ich unsere alten Clubhouse-Zeiten, wo wir uns gepflegt, irgendwo hingeflezt haben, uns keiner gesehen hat. Konntest zwischendurch auf Toilette gehen, hast einfach nur den Ton ausgestellt, gesagt, oh, geht gerade nicht. Das stimmt. Und ich finde einfach schade, dass der Austausch fehlt. Also das heißt also, ich hoffe, dass wir jetzt aus der Community eventuell da auch noch ein paar Informationen kriegen, Themen, die sie interessieren. Aber der einzig wahre Grund ist doch, du wolltest heute deinen schönen neuen Stuhl vorführen, denke ich mal. Ah, den Ricardo sitzen habe ich schon seit längerem. Das ist der Ricaro Gaming Chair Platinum, schlag mich tot. Den kann ich wirklich nur loben. Ich fahre ihn einmal nach hinten und kann da dann den Stuhl in der Gänze zeigen. Warte, sieht man es mit Terminator? Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Also der ist schon tipptopp. Hab das auf der Messe von denen geklaut. Sehr gut. Ja. Also insofern... Also ich kann den Stuhl nur empfehlen, er dreht sich wunderbar, hat hinten übrigens auch Ricaro stehen, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Ist ja quasi wie ein Lufthansa-Flugzeugsitz, ne? Ja, ich darf über gewisse Dinge nicht reden. Ich hatte da mit dem Kollegen, der das Gaming macht, gesprochen und da gibt es eine Fluggesellschaft, die diese Stühle eventuell in der Lounge bekommen soll, in einem eigenen Branding. Ja. Ist aber nicht Lufthansa. Nee, das dachte ich mir wohl. Muss ich die Lufthansa-Kappe anziehen? Nicht Lufthansa. Nein. Ist kein Update. Sind denn jetzt schon welche da? Können wir anfangen mit dem ersten Thema? Wir haben schon 4 Leute, also ich finde das richtig geil. Kommentiert doch einfach mal in den Fred unten rein und sagt einfach, was ihr von so einem Format haltet, wo wir einfach mal live mit euch sprechen, wo wir eure Themen auch aufnehmen. Und spannend ist es halt wirklich, wenn man den Versatz auch sieht. Ich habe ja rechts meinen Kontrollmonitor und ich kann das ja mal zeigen.
Da ist Zack. er, der Ah. Monitore Controlletti. Ja. Ah, mein Trolley ist auch da. Wo ist er denn jetzt? Da ist er. Da ist er. Da ist er. Sehr schön. Also Sehr schön. ausgestattet sind wir. Alkohol kann ich auch holen. Da, 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 da. Sehr, sehr schön, sehr Ach ja, schön. übrigens, das Bild, was ich bekommen habe, da nochmal danke an Trez. Warte, in die Richtung muss ich das drehen. Der 380er von der Lufthansa. Sehr Und gut. ich muss jetzt auch noch kurz Werbung machen. Wenn wir schon einen Werbeblock für Recaro gemacht haben, machen wir auch einen Werbeblock für Lindner Fotografie. Der Kollege hat das Bild geschossen. Ich finde es phänomenal. Kontaktiert ihn. Das war ein Geschenk, was ich auf einem unserer Stammtische bekommen habe. Ja, warum eigentlich du, nicht ich? Mario, was soll ich dazu sagen? Ja gut, ich bin kein A380-Fan. Ich hätte aber einen schönen A330, A350 genommen. Das wäre natürlich so meins gewesen, ne? Oder ein Dreamliner oder eine 777. Ja, also ich muss Oder jetzt. am allerliebsten natürlich die 747. Das ist ja sozusagen von den Großen mein Lieblingsflieger, die Queen of the Skies. The Queen of the Skies, die 747. Wobei die ja im Moment, die 8er macht ja ein bisschen Stress. Ne? Also die hat ja so ein paar Sensorprobleme ab und zu mal gefühlt öfter als es andere sind. Die 400er hat ja Probleme mit den Pipi-Boxen. Ja. Schwierige Sache, schwierige Sache. So, ja, auf jeden Fall, lass uns einfach mal mit dem ersten Thema einsteigen. Und das erste Thema, was wir haben, ist wirklich diese Vorkasse-Geschichte. Wer nicht weiß, worum es geht, Bernd Altusmann ist, glaube ich, bei dir in Niedersachsen der Niedersachsen, ja. Veranstaltungsleiter Verkehr, ne? Ja, Wirtschaft. Wirtschaft und Verkehr, ja. Wirtschaft und Und Verkehr. stellvertretender. Stellvertretender Ministerpräsident und ja, schickt sich an, im Oktober Ministerpräsident zu werden. Da sind wir. Landtagswahlen in Niedersachsen. Okay, ja, gut, das ist so, für jede soziale Randgruppe muss es jemanden geben, wobei man der Ehrlichkeit halber sagen muss, weil es einfach nicht mehr passt, ne? Weil es einfach nicht mehr passt, genau. So ist das. So. Nun gut, er hat gesagt, also im Prinzip habe ich ja gesagt, die CDU hat es gesagt, aber das ist ja ein Regierungsvorschlag, SPD, CDU, glaube ich, ist in Niedersachsen am Start. Ja. Die wollen das Vorkassemodell bei Fluggesellschaften, aber auch bei Busreisen und Bahnen eigentlich grundsätzlich kippen. Ja. Und es gibt ja eine breite Zustimmung auch. Die SPD und die CSU haben sich hier diesbezüglich geäußert, die Verbraucherschutzministerin ja auch. Alle wollen das mehr oder weniger abschaffen. Nur, oh Wunder, die deutsche Luftverkehrswirtschaft steht der Sache doch sehr kritisch gegenüber mit den altbekannten Argumenten. Damit würde das Fliegen teurer werden. Man könnte nicht mehr so gut vorausplanen. Und ja, all diesen Argumenten. Wobei ich natürlich immer sagen muss, es sollte schon so sein, dass wenn man eine Flugreise bucht, dass diese auch verbindlich angetreten werden muss. Meines Erachtens geht es ja oder soll es ja in erster Linie darum gehen, dass wenn der Flug nicht stattfindet, ich dann halt nichts bezahlen muss. Wenn der Flug allerdings stattfindet, ich habe den fest gebucht, dann bin ich der Meinung, muss auch gezahlt werden. Insofern meine ich, müssten dann natürlich auch Instrumente eingeführt werden, ähnlich wie man das ja bei Hotels macht, wenn man da was bucht, dass man da die Kreditkarte hinterlegt, dass dann im Zweifel auch das Konto belastet werden kann. Also ich sehe schon ein, dass man sozusagen nicht hier erstmal auf gut Glück für den nächsten Sommer Flüge bucht und wenn man dann irgendwo etwas günstigere findet, sagt, naja, dann storniere ich die und fliege woanders mit. Also das kann es natürlich meines Erachtens auch nicht sein, denn ich sehe schon ein, dass man natürlich auch eine gewisse Vorlaufzeit, auch eine gewisse Planungssicherheit braucht. Aber meiner Meinung nach ist, es wäre ja schon viel getan, wenn man Flüge bucht, der da nicht stattfindet, dass man dann erst gar nicht dafür bezahlt. Ja, nur, ich habe zwei Schmerzen damit. Ne? Also einmal der Schmerzpunkt pro Passagier ist einfach, die Fluggesellschaft kann bis 14 Tage vor Abflug ohne Strafen und Pönalen den Flug im Prinzip stornieren.
Und dann ist es ja eine schmerzhafte Aktion, da einen Ersatzflug zu kriegen. Ja, ohne Frage. So, das heißt also, wir müssen da so ein Plane Level Field machen. Das ist die eine Sache, die dafür spricht, dass man das Ganze als Vorkassemodell abschafft. Was aber dafür spricht, ist ja das, was du gesagt hast in meinen Augen, dass die Fluggesellschaften natürlich auch eine Planungssicherheit haben. Und ich habe das auch in einem meiner Antworten gesagt, dass ich meine, so eine Flugreise, das ist ja jetzt mal nicht eben so ein Stück Butter oder Ja. irgendwas, was man kauft, sondern das sind ja Produkte teilweise, die mehrere hundert oder wenn nicht sogar tausende von Euros kosten. So, was Ja. passiert denn? Und wir haben das ja öfter, wenn wir für Kunden buchen und mit der Kundenkreditkarte buchen, dass es in 10% der Fälle gefühlt, vielleicht ein Tucken mehr, Karten nicht funktionieren. Ja? So, Ja. das heißt also, du stehst am Check-in oder du stehst am Gate, egal in dem Moment, wo es gemacht werden soll. Und es klappt irgendwas mit der Karte nicht. Das heißt also, es muss noch nicht mal das Problem bei dir liegen, sondern einfach beim Acquirer. So. Oder die andere Thematik ist, einer hatte gesagt, es haben nicht alle Leute eine Kreditkarte. Ja, ist so. Aber dann frage ich mich, ist derjenige, der keine Kreditkarte hat, jemand, der wirklich auch viel reist oder fliegt? Aber es muss natürlich auch für denjenigen gehen, der alle 2 Jahre einmal mit dem Flieger irgendwie nach Malle oder keine Ahnung, an den Goldstrand fliegt. Also ich halte übrigens, bevor du da zu Recht weiter ausgenommen hast, ich halte übrigens die Möglichkeit oder dass man dann am Check-in bezahlen muss, auch für vollkommenen Schwachsinn. Also das muss schon irgendwie anders gehen, einen Tag vorher oder es ist automatisiert oder ich weiß nicht was. Denn das würde ja bedeuten, dass der Check-in-Prozess noch länger dauert. Also selbst wenn genug Personal da ist, wissen wir ja, dass in Ferienzeiten es halt immer voll ist. Und wenn dann noch immer die Karte durchgezogen werden muss und dann, wie du schon zu Recht sagst, funktioniert es manchmal nicht, aus welchen Gründen auch immer, da wirst du ja wahnsinnig. Also da muss es irgendwie andere Lösungen geben. Da sollte die Politik, ist ein wichtiges Thema, auch keinen Schnellschuss machen. Da sollte man sich genau überlegen, mit welchen Zahlungsmitteln, Zahlungssystemen, wann dann das Geld endgültig abgebucht werden kann oder zur Verfügung gestellt werden muss. Also da muss auf jeden Fall nochmal drüber nachgedacht werden. Also direkt am Counter im Check-in halte ich für Schwachsinn. Oder hältst du das für eine praktikable Lösung? Nein, absolut gar nicht. Also ich glaube, wir müssen das Pferd von hinten aufzäumen in dem Fall. Ja. Wir müssen einfach hinkommen und sagen, okay, wenn du buchst, musst du zahlen. Ist einfach so. Ja? Eventuell Ja. kann man so eine Geschichte einbauen, dass man das sagt wie bei Mietwagen oder ich habe es bei Hotels ja auch gesehen, du nimmst eine Prepaid-Rate, die ist halt einfach günstiger. So ist So. es. So. Dann ist es aber auch so, dass so ein Flug dann vielleicht eine Woche vorher bezahlt werden muss, fix, damit die Fluggesellschaft das auch nehmen kann und dann eine Pönale. Und die andere Pönale ist halt, wenn die Fluggesellschaft nicht zurückzahlt. Das heißt also, so wie ich sage, dass Fliegen ein Privileg für uns ist, ist aber auch als solches für die Fluggesellschaft ein Privileg, Vorkasse zu nehmen. Das Ja. heißt also, wer dagegen verstößt, kriegt dieses Recht einfach weggenommen. Heißt also, Ja. gegen die Rückzahlung verstößt. Und ich meine, das Gesetz sagt ja schon immer, dass man 7 Tage nach dem Ausfall oder wie auch immer seine Knete haben soll. Aber Es hat halt immer nicht funktioniert. richtig. Und deshalb muss man einfach sagen, hier Strafe, erst Geld, Ja. dann Schmerzen, dass du keine Vorkasse mehr nehmen darfst. So ist es. Ich finde ja, was die Vereinigung Passagier da mal vorgeschlagen hat, ja auch gar nicht so schlecht. Dann kann man das Vorkassesystem, oder mal andersrum, das Vorkassesystem ist ja im Prinzip gar nicht verkehrt. Dafür gibt es gute Gründe. Das Problem ist ja, warum wir überhaupt diese Diskussion haben, ist die mangelnde, nicht die mangelnde Rückzahlbereitschaft, sondern die Dauer der Rückzahlbereitschaft. Dass es halt einfach immer zu lange gedauert hat, dass man hinter seinem Geld herlaufen muss. Da muss ich ja sagen, das läuft ja zum Beispiel bei der Deutschen Bahn bei allem Chaos wesentlich besser bei denen.
Und ich finde, warum setzt man eigentlich nicht da an, wie das die Vereinigung Passagier da, wie wir das quasi gefordert haben, an, indem man sozusagen die Restriktionen für die Fluggesellschaften dort erhöht. Wenn man dort den Druck erhöht, dass das Geld schneller zurückgezahlt wird, ansonsten gibt es halt diese Strafgebühren, die dort vorgeschlagen worden sind, könnte man das System ja vielleicht auch beschleunigen. Denn letztlich geht es doch dem Fluggast darum, wenn der Flug ausfällt, ist es so oder so nicht gut. Aber wenn er dann auch noch auf sein Geld warten muss, dann wird es besonders schlecht. Und im Grunde ist doch das eigentlich, worum es auch der Politik geht. Das Vorkassesystem ist ja sozusagen nur das Vehikel, um den Fluggesellschaften klarzumachen, ihr müsst mit den Kundengeldern oder mit den Geldern der Fluggäste besser und verantwortungsvoller umgehen. Absolut korrekt. Und ich bin der tiefsten inneren Überzeugung, natürlich, dass es richtig ist, dass man da halt den Fluggesellschaften mehr Stress macht. Und ich hatte auch das Gefühl natürlich, dass man während Covid und Corona den Fluggesellschaften keinen Stress machen wollte, weil man Angst hatte, dass sie den sittig machen. Nur muss man halt von diesem Vorkassemodell einfach runter. Und ich finde wichtig an dieser Stelle, weil wir auch den Austausch wollen, dass ihr eure Kommentare unten reinschreibt, dass wir darauf reagieren können. Ich weiß natürlich, dass ein bisschen zeitversetzt ist. Wenn ich gucke auf den Kontrollmonitor, dann sehe ich, dass wir so 20 Sekunden oder sowas versetzt sind. Deshalb macht eure Kommentare unten rein. Wer die Sendung noch nicht von Anfang an gesehen hat, kein Grund zur Panik. Ich werde es auf Facebook veröffentlichen und dann können wir da auch nochmal den Dialog suchen. Was bleibt als Fazit, Mario? Müssen wir aufeinander zugehen und den Kompromiss in der Mitte suchen, wie es in der Politik so oft üblich ist? Das würde ich vorschlagen. Das würde ich vorschlagen. Denn natürlich haben die Fluggesellschaften oder in dem Falle der Verband natürlich recht. Ich kann bestimmte Preise halt auch nur anbieten, wenn ich ein Vorkassesystem habe. Du hast das mit den Hotels erwähnt. Bestimmte Schnäppchen, das hat ja auch, wie gesagt, was mit Planungssicherheit zu tun, müssen halt verkauft werden und können halt nur zu einem günstigen Preis verkauft werden, wenn ich dann auch sicher bin, dass derjenige, der den Flug haben will, auch tatsächlich fliegt. Also da muss es tatsächlich Kompromisse geben und es muss auch noch die Möglichkeit der Vorkasse geben, sozusagen dann auf freiwilliger Basis. Das ist denn dein oder mein Risiko, wobei es ja eigentlich gar kein Risiko ist. Wenn ein Flug nicht stattfindet, muss ich die Knete wiederbekommen, ob es ein billiger oder ein teurer Flug war. Ich finde, das ist ja leider häufig bei der Politik so, da ist ein Problem da und dann wird erstmal ganz schnell geschossen, so ein bisschen blinder Aktionismus, ohne sich tatsächlich auch mit dem Problem zu beschäftigen oder länger zu beschäftigen und auch wirklich die Problematik von allen Seiten zu beleuchten. Und ich finde, das sollte in der Reisebranche, in der Flugbranche, wo ja nun auch sehr viele von betroffen sind, und zwar als Passagiere, wie natürlich auch als Fluggesellschaften, nicht übers Knie gebrochen werden. Da sollte man wirklich sich an einen großen Tisch setzen mit allen Beteiligten und sozusagen die beste Lösung finden. Also jetzt einfach nur ganz platt sagen, Vorkasse wird komplett abgeschafft und es wird am Check-in bezahlt, ist meines Erachtens auch nicht die Lösung. Wir werden es heute nicht abschließend besprechen können. Wir werden es wahrscheinlich auf einem der nächsten Stammtische wieder thematisieren. Am 12.09. zum Beispiel der Stammtisch in Frankfurt zusammen mit dem Lufthansa World Shop. Wird es wahrscheinlich auch nicht klappen, weil wir uns da mehr über die neuen World Shop Produkte unterhalten werden. Die übrigens auch einige zum, ich glaube, als Gewinn oder ich weiß nicht, man kann sie gewinnen, lose kaufen. Gewinne, Gewinne. Meldet euch bei mir auch gerne Gewinne, über. Gewinne, ja, genau. Ja, meldet euch gerne über WhatsApp bei mir oder über Facebook. Da könnt ihr ja quasi eine Nachricht schicken. Lass uns zum nächsten Thema gehen, bevor wir die Leute langweilen. Und zwar, wie sieht das aus in deinen Augen in Bezug auf Gesichtsmaske? Es gab hier quasi zwei halbe Skandale. Der eine halbe Skandal ist, dass wir überhaupt diese Pflicht immer noch haben. Ja. Gefühlt der Rest der Welt hat sie nicht, außer China, glaube ich. Und dann der nächste Skandal ist, dass die Bundesregierung selber auf ihren Flügen sich PCR und Antigen-Test in Quotation Marks freigetestet hat und dann einfach ohne die Gesichtsmaske fliegen darf. Und dann, ich gucke gerade, wo ich eine von meinen habe, ich glaube, ich habe keine hier,
Und jetzt soll, und das ist, was die Bild-Zeitung berichtet, unabhängig, man kann ja halten von der Bild-Zeitung, was man will, aber in solchen Sachen haben die ja meistens leider recht. Es ist halt einfach so, dass die sagen, es soll morgen oder übermorgen das Ganze verschärft werden, dass nur noch FFP2-Masken benutzt werden müssen. Ich selber benutze eh nur FFP2-Masken, weil die anderen sehen in meinen Augen scheiße aus, aber das ist ein anderes Thema, diese Chirurgenmaske. Und respektive, das andere Thema ist in meinen Augen viel wichtiger, leading by example. Das heißt also, wenn ich selber Gesetze mache, muss ich mich doch an meine eigenen verflixten Regeln halten. Und was sagst du dazu als Politiker und oberster, ich weiß gar nicht, ich sag's jetzt leider nicht. Ich sage es mal besser nicht. Nee, heute Ja, also nicht. Wir müssen jugendfrei bleiben. genau. Ja, ich fand das auch ein bisschen merkwürdig, dass sie da im Flieger alle ohne Maske saßen. Angeblich alle vorher getestet und was auch immer. Trotzdem meine ich, muss man da mit gutem Beispiel vorangehen. Und dass eine FFP2-Maskenpflicht eingeführt werden soll im Flieger, das halte ich ja geradezu für absurd. Also jetzt mal. Bei aller Liebe, wer so ein Ding unbedingt tragen möchte, weil er meint, nur so kann er sich schützen, dem steht das ja frei, eine zu tragen. Auch wenn die Pandemie mal vorbei ist, dann kann man die natürlich immer noch tragen, wenn man möchte. Aber du weißt doch selber, du musst sie auf dem Flughafen nicht tragen. Ja? Du hast sie vorher im Bus, in der U-Bahn nicht getragen. Na doch, in der U-Bahn musst du ja. Bus Im auch. Transferbus nicht. Ja, Im im Bus Transferbus, auch. ja, musst du eigentlich Ja. schon, aber kümmert sich kein Aber Schwein. du stehst in der Schlange beim Check-in, ja, alle dicht an dicht. Du stehst an der Passkontrolle, alle dicht an dicht. Oder der umgekehrte Fall, du warst in den USA oder in einem anderen Land, hast inneramerikanischen Flug. Du trägst weder am Flughafen eine Maske noch im Flieger eine Maske. Du setzt dich in die amerikanische Maschine. Du hast keine Maske auf. Du kommst in Frankfurt an, hast keine Maske und machst dann noch einen innerdeutschen Flug und musst eine Maske aufsetzen. Bitte. Das ist doch alles Tüt. Also, das muss man noch mal ganz ehrlich sagen. Und dann noch diese FFP2-Masken. Na, du trägst sie. Also, ich halte es unter denen kaum aus. Ich habe ja so eine KN95-Stoffmaske mit so einem, ja, mit so einem, so einem Aluminiumgewebe oder sowas drin. Also, die quasi zwischen den OP-Masken und den FFP2-Masken sind. Ich halte die für etwas bequemer. Man kann etwas besser drunter atmen und außerdem schneiden die Stoffbänder nicht so fies ein wie diese Gummibänder. Egal. Also ich halte ohnehin die Maskenpflicht in der derzeitigen Situation, wo sie nirgends anders gilt, für einen Anachronismus. Das ist doch Schwachsinn. Also jetzt mal bei aller Liebe. Ich stand auf vollen Bahnsteigen, gerade jetzt, wo das 9-Euro-Ticket war. Mensch an Mensch sozusagen, keiner hat eine Maske auf. Der Zug fährt ein, alle setzen die Maske auf und rennen dann in den Zug. Das ist doch wirklich kein Schutz. Also da muss man konsequent sein und sagen, die Maske muss überall getragen werden. Und dann wurde uns ja auch durch die Fluggesellschaften und auch durch die Wissenschaft erklärt, dass die Ansteckungsgefahr im Flieger ja ohnehin durch die Klimatisierung und die Umluft gering ist. Aber die Flugzeuge sind jetzt die einzigen quasi Überbleibsel mit dem ÖPNV in Deutschland, wo du die Maske noch tragen musst. Also du weißt, ich habe mich impfen lassen, ich halte diese Gefahr auch für real, aber das halte ich jetzt alles für absurd, ehrlicherweise. Da werde ich auch mal gespannt, was die Zuschauer dazu so meinen. Ja, also da einfach mal kommentieren, das wäre charmant. Vor allem, was ich auch spannend finde an der ganzen Situation, ist einfach, also wenn man der Logik folgt, dann heißt das doch, dass die Leute außerhalb von Deutschland wie die Schmeißfliegen umfallen müssen. Vor allem, wenn du ja mit der Lufthansa-Gruppe fliegst und du hast das große Glück, nicht mit Lufthansa zu fliegen, dann brauchst du die Maske nicht mehr zu tragen. Nee. Selbst der Ösi, glaube ich, hat die nicht mehr, der ja auch ein Radikalinski war. So Und ist es. da müssten doch alle Leute krank sein. Und man kann doch daran einfach mal schauen, wie viele Leute prozentual bei Lufthansa am Personal oder aber auch bei Swiss oder bei Austrian, gruppenintern, Brussels,
wie viele krank sind. Also das heißt prozentual, wenn die eine höhere prozentuale Krankheitsquote haben, dann würde ich sagen, okay, macht Sinn. Ja, es müsste ja auch in den allen Ländern Europas oder auch weltweit, wo es halt keine Maskenpflicht in Fliegern gibt, ja auch eine wesentlich höhere Inzidenz geben. Weil wenn sie sich die alle im Flieger anstecken und dann die Leute weiterhin anstecken, dann müssten in diesen Ländern ja die Inzidenzen gigantisch hoch sein. Sind sie aber meines Erachtens nicht. Also ich drücke es mal ganz vorsichtig aus, aber es ist schon fast ein bisschen Schikane. Ich habe Masken getragen, als man sie überall tragen musste. Das habe ich auch eingesehen, als es auch noch keine Impfstoffe gab. Aber wenn jetzt der öffentliche Nahverkehr der einzige bleibt, wo man Masken tragen muss, Festivals, in Deutschland gibt es überall wieder Festivals, Wacken, was auch immer, die Leute stehen Nature dicht an One. dicht. Ja, die Leute stehen dicht an dicht. Also jetzt mal bei aller Liebe, auch wenn das unter freiem Himmel ist, aber wenn du den Leuten so nah stehst, dass du auch ihren Mundgeruch riechen kannst, ich glaube, dann könnte man sich auch, ja, sehe ich auch so, dann ist wohl die Ansteckungsgefahr auch gegeben. Und im Flieger, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und deswegen noch schnell ein Pfefferminz eingeworfen, obwohl wir kein, Annika, ist gar kein Pfefferminz, obwohl wir gar kein Geruchs-Facebook haben. Das gute Snackmix von Lidl. In Finnland haben wir Lidl. Wir hatten letzte Woche XXL-Wochen. Also insofern, ja, schwierig. Also ich denke, dass das in Deutschland keinen Sinn mehr macht. Warum? Ganz einfach, weil die anderen beweisen, dass man da auch überleben kann. Und wir sehen ja auch bei den Schweden zum Beispiel, dass man das durchaus problemlos hinkriegt. Wichtig an dieser Stelle ist, wir werden es wahrscheinlich nicht ändern können. Auch als Vereinigung Passagier nicht. Aber ich glaube einfach, es wird schwer für die Politik, nach den Bildern von heute Morgen zu erklären, warum wir als Normalsterbliche gefährdeter sind als in einem A340-300, glaube ich, ist es, der Luftwaffe. Und ist das die Konrad Adenauer gewesen, mit der sie geflogen sind? Das kann ich dir nicht sagen. Das habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Weißt du, ich würde es ja, da wäre ich ja immer zu bereit, ohne Maske in den Flieger und meinetwegen vorher einen Schnelltest machen. Why not? Dann ist ja okay. Aber jetzt stell dir mal selbst mit FFP2-Maske, wenn dann wirklich einer an Corona erkrankt ist, ist ja auch inkonsequent. Wenn du was zu essen bestellst oder wenn du was zu essen bekommst oder wenn du was trinkst, darfst du sie ja auch abnehmen. Das heißt also, zu einer bestimmten Zeit haben ja irgendwie wahrscheinlich in so einem Flieger, insbesondere in der Economy, haben 90% der Leute zur selben Zeit dann die Maske runter, weil sie essen. Aber während man isst, kann man sich dann nicht mit Corona anstecken. Und sobald man mit Essen fertig ist, wird das mit Corona wieder gefährlich und man muss schnell die Maske wieder aufsetzen. Leute, die Logik dahinter. Also dann müsste man konsequenter sagen, es gibt nichts zu essen, nichts zu trinken auf dem Flug. Viel Spaß beim Langstreckenflug. Und ihr müsst die ganze Zeit die Maske aufbehalten. Ich finde, also, nee, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Erinnert mich auch daran an den Hotelaufenthalt, wenn du geschäftlich unterwegs warst, durftest du, wenn du privat unterwegs warst, ging es nicht. Ja. Am Ende hat es ja auch kein Schwein kontrolliert. Ich hatte mir ja auch überlegt, ob ich mir nicht T-Shirts machen lasse mit Achtung, ich bin geschäftlich unterwegs, damit der Virus sich nicht verläuft oder da in irgendeiner Art und Weise vertutet. Ja, wir werden auch hier keine Lösung finden. Deshalb lass uns doch zum nächsten Thema schreiten. Ich weiß gar nicht, wollen wir schon zur Currywurst oder hatte ich was vorher vorgeschlagen? Currywurst geht immer. Ah, ich habe gerade eine WhatsApp-Nachricht bekommen. Da fragte der Kollege, er hätte gesehen, dass ich amerikanische Kreditkarten anbiete, wie das funktioniert. Da kann ich eine kurze Aufklärung geben. Im Prinzip ist es so, in den USA kann jeder, der in den USA eine Telefonnummer, eine Anschrift und auch ein Konto hat, eine Amex zum Beispiel, eine deutsche, in eine amerikanische konvertieren. Die deutsche Amex bleibt bestehen. Wichtig ist, dass die Amex eine Amex ist,
die auch wirklich von American Express ausgegeben wird. Die von der Credit Suisse zum Beispiel sind nicht von der Amex ausgegeben, weil sie sind von der Credit Suisse ausgegeben. Und wie bekomme ich ein Bankkonto? Ganz einfach, ihr geht hin und erklärt ihnen, dass ihr in den USA was zu tun habt und müsst eine Anschrift haben. Anschrift gibt es in den USA ganz einfach. Entweder man hat wie Mario Freunde Freunde und Verwandte. oder aber ein Postfach. Ein UPS-Store des Vertrauens, Mailbox etc. oder wie die Dinger ganz heißen. Aber am besten sind Freunde. Und dann natürlich Mario Telefonnummer. Was hast du gemacht? Habe mir eine Telefonnummer besorgt. Hätte Google ich allerdings Fi. auch bei, genau, hätte ich bei meiner Bank allerdings auch ohne machen können. Aber sozusagen, um aufs Konto besser zugreifen zu können, ist eine amerikanische Handynummer von großem Vorteil. Und Lars hat es erwähnt, geht mit Google ganz einfach. Eine virtuelle Telefonkarte. Also die Karte kostet $20 plus lokale Steuern, je nachdem, welchem Bundesstaat man die anmeldet. Und ganz wichtig ist natürlich, warum die Google Fi? Damit ihr über Wi-Fi telefonieren könnt. Das heißt also, wenn ihr über Wi-Fi telefoniert, kostet euch das kein Geld. Ich habe Mario ja auch angerufen. Kann ich dich jetzt eigentlich anrufen über meine amerikanische Nummer? Soll ich anrufen? Ja, kannst du, aber ich habe mein Google Phone in meiner Aktentasche und die ist ein Stockwerk tiefer. Ach, in deinem Chateau im Ostwing. Zwei Etagen runter, Genau. dann wieder eine hoch. Das Ja. ist halt so. Ja, was ich bei dir ungünstig finde, ist ja, wenn man wirklich die 5 Kilometer geht, dass man durch die Garage muss von einem Flügel in die anderen. Ihr hättet das ein bisschen Da, besser da, lösen können. das ist in der Tat so und das Personal hat jetzt leider schon Feierabend. Wie? Schickst du um 19 Uhr nach Hause oder war das los? Ja, heute ist Okay. Dienstag. Der Footman hat Freizeit. Naja, nun Genau. gut. Ganz wichtig an dieser Stelle ist, wenn ihr Fragen dazu noch habt, könnt ihr natürlich einen Call mit mir vereinbaren. Ich glaube, unten, wenn ich das auf YouTube sende, da ist auch der Link, wo ihr einen Call vereinbaren könnt. Ja, Tobias schreibt gerade, er holt sich die Karte, wenn sein Approval da ist. Gutes Ding. Gefühlt machen wir eigentlich fast jeden Tag eine Firma in den USA auf. Das ist übrigens der zweite Weg, gerade wo ich es da sage. Man kann in den USA für wenig Geld eine Firma aufmachen, kostet keine 300-400 $. Geht sogar noch billiger, je nachdem, was man macht, und kann damit dann auch eine ITIN besorgen, was eine SSN ist, also eine Social Security Number, ist für Non-Resident Aliens, also für Leute, die nicht in den USA leben, als Lebensmittelpunkt, kriegen dann eine Individual Taxpayer Identification Number und diese ITIN berechtigt einen, alles zu tun, was man auch mit der SSN tut. Und das Schöne ist, keine Steuerpflicht, keine Buchhaltungspflicht, einfach nur Spaß und dann die Karten beantragen, nachdem man Kreditlinie. Aber mehr unten nach einem persönlichen Call, da können wir das auch nochmal besprechen. Dann lass uns auf die Currywurst eingehen. Pommes mit Mayo. Ja. Oder Pommes Schranke. Pommes Schranke, ja. Was gibt es noch Die für Wörter? Mantaplatte sozusagen, die Mantaplatte. Ja, oder Kanzlerplatte war es ja auch mal eine Zeit lang, ist aber auch schon lange Ja, her. natürlich. Ja, erzähl doch mal, was gibt's denn Leckeres? Ja, also ich finde ja, dass man, wenn man sich das Ganze anschaut, bei Eurowings jetzt die Currywurst an Bord, das ist so eher Berlin. Und mit diesem Kult-Snack isst man natürlich Ja. dann in den Fußstapfen von Air Berlin, da man ja auch mit Mallorca fliegt. Und allein im Juli sind 4000 Portionen verkauft worden. Wahnsinn, ne? Einer schreibt uns, das ist Phosphatstange. Warte, Phosphatstange, jetzt ist Genau. wieder weg gewesen. Unglaublich. Oder ein Curryfilet, wie ich immer zu sagen pflege. Phosphatstange mit Pommes-Schranke, so ist der Fachbegriff. Das ist von jemandem, der in Berlin wohnt. Und ja, da geht es absolut los. Ich finde das gut. Also ich finde diese Hausmannskostgeschichten, und Currywurst ist ja eine Hausmannskost, ist ehrliche, gute deutsche Küche. Ich finde es geil. Die Currywurst ist, soweit ich weiß, nach wie vor das meistverkaufte Kantinenessen in Deutschland. Also das kommt ja sicherlich nicht von ungefähr, nicht? Und ich finde 7,50 € nimmt, glaube ich, die Eurowings dafür. Ich Das kenne den Preis nicht. ist, denke ich, in Ordnung. Also ja. Ich habe gerade einen Rüffel bekommen, und zwar, weil ich sagte, einer aus Berlin. Es war Sven aus Berlin.
Ich hatte es aber einfach nur oben rechts im Bildschirm aufpoppen sehen, deshalb konnte ich gar nicht so schnell gucken, wer der Schuldige war. Also insofern Sven, einer Sven aus Berlin. Ja, wie ich hier auf der offiziellen Eurowings News Cloud lese, gibt es diese Currywurst tatsächlich nur für Kundinnen. Ach nee, da ist ein Doppelpunkt. Also es gibt die auch für Kund und für Kundinnen. Ob sie wohl auch für Kunden gibt? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, das ist jetzt eine versteckte Sozialkritik, nachdem Winnetou ja entschärft worden ist. Ja, dieser Schwachsinn mit dem Gendern. Leute, Eurowings, ihr seid eine deutsche Fluggesellschaft. Schreibt gefälligst korrektes Deutsch. Ja, schreibt korrektes Deutsch. Wir sind ja 35 Minuten in die Sendung rein und wir haben auch einige Sachen reinbekommen. Und zwar fragt jemand, wann wir endlich über die 787 mit der chinesischen Kabine reden. Aber ich wollte über Essen zuerst reden. Mit der chinesischen Kabine ist gut, ja. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe darüber ja berichtet am Sonntag, glaube ich. Und ja. Frankfurt Flyer an dieser Stelle hat ja als erster berichtet. Und deshalb abonniert ihn, sein Newsletter, geht auf seinen Blog, gibt ihm die Liebe, die er verdient. Und das klingt immer wie so, wenn ich so sage, gibt ihm die Liebe, die er verdient, das klingt immer so wie so eine Drohung, ne? Ja, aber du meinst das ganz, ganz, ganz. Nee, ich meine das zärtlich. Ganz zärtlich. Ja, können wir drüber reden. Chinesisch, mein Gott, ist korrekt, Hainan ist natürlich chinesisch, aber ja, ist eine tolle Business Class. Ist ja in der Anordnung, du hast es gesagt, die Herringbone ist ja ähnlich. Reverse Herringbone. Ja, ganz wichtig, Reverse Herringbone. Ist ja ähnlich wie schon bei den vorhandenen, die allerdings von den Philippinen kommen. Da hat man ja eine ähnliche Anordnung, nur eine etwas andere Optik. Also insofern. Das ist ein anderer Hersteller. Also das ist ein anderer das Sitz. Das kommt hinzu. Ja, sicher ist ein anderer Sitz, aber die Anordnung ist ähnlich. Das ist richtig. Aber wie gesagt, ich glaube, ich glaube, wenn das der Stuhl ist, den ich meine, und das ist auch der Stuhl, den ich glaube, Cassie hatte oder bei Finnair auch hatte, der ist zu eng in den Schultern. Ja, weiß ich nicht. Also du hast ja nun diese Schwimmer-Sportler-Schultern, die sind ja nun sehr ausgeprägt. Ist blöd, ne? Und du kannst auch nicht in den Fliegern auf die First ausweichen, die gibt es nämlich nicht. Das ist richtig, da ist keine First Class, deshalb muss ich in der größten Buchungsklasse fliegen oder in der höchsten, die möglich ist. Und das ist dann Business Class. Die Premium Economy ist die Premium Economy von United. Die nicht schlecht ist. Und die Economy ist halt die Economy, wie halt Economy ist. Also ich weiß gar nicht, wie kann man eigentlich unterscheiden, ob es eine gute oder eine schlechte Economy ist, weil die ist in meinen Augen immer genauso schlecht, wie die anderen sind. Das Einzige, was es vielleicht besser macht, ist ein Bildschirm, der dann, je nachdem, wenn er zu groß ist, der vielleicht sogar zu nah an der Fresse ist. Naja, es gibt da schon. Also dich nehmen wir mal aus mit deinen gefühlten 3 Metern Größe und 1,5 Metern Länge. Länge läuft. Genau, mit deinen gefühlten 3 Meter Größe und 1,5 Metern Breite. Aber für den normalsterblichen Kunden, also mit 1,90 nehme ich mich da auch schon von aus, also dem Durchschnittsdeutschen, gibt schon natürlich Unterschiede, ob du nun so viel Platz oder so viel Platz vor dem Stuhl vor dir hast, ob der Bildschirm angenehm groß ist, in einer guten Auflösung, ob du einen USB oder noch einen anderen Stecker hast, um deine Elektronik vielleicht aufzuladen. USB-C, ich weiß gar nicht, USB-A ist so out, das USB-A ist so 2000 und Watt. Aber es bauen sie natürlich noch alle ein, weil natürlich nicht jeder wie du immer die neueste Technik hat. Ja, genau. Und dann kommen natürlich die Softfacts dazu, neben der Hardware, wie der Sitz so ist und wie viel Platz ist, nach vorn, hinten, zur Seite, kommt natürlich auch ein bisschen die soften Keys dazu. Wie ist der Service? Gibt es alkoholische Getränke kostenlos? Wie ist das Essen? Also insofern unterscheiden sich die Economy-Angebote da schon.
Insgesamt unterm Strich ist das natürlich für dich nun mal gar nichts und für mich auch eher nicht. Also alkoholische Aber Getränke gibt es hier bei mir in meiner Economy Class ohne Ende. ja, das ist schon mal sehr schön, aber den würde ich natürlich auch gerne mal an Bord eines Fliegers bekommen. Insofern Herrlich. alles schwierig. Ganz herrlich, ganz herrlich. Ja, aber lange Rede, Ja, überhaupt gar auch keinen Burner Sinn. Whisky. Ja, sehr gut, sehr, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Schön. Wissen wahrscheinlich viele gar nicht, was das ist. Ja gut, die Flasche hast du gesehen. Das gute Stöffchen aus Wolfenbüttel. Genau. Nichtsdestotrotz frage ich mich, wird es dann eigentlich noch diese Übergangs-Business Class geben von der Lufthansa selber, die Sie mal angekündigt haben? Also diese Business Class, die es vor der endgültigen geben soll, sozusagen die jetzige Business Class nur aufgewertet. Das wird ja dann sehr lustig. Dann haben wir fünf, Sechs. sechs, Ab, so sechs. nein, nein, ab Boeing 787-9 Nummer 6. Weil die fünf ersten haben diese komische Hainan-Bude. Genau. Dann geht in die 787 diese sogenannte aufgepeppte Business Class. Ja. Und in die 350 kommt dann die richtige Business Class, die pornös werden soll. Das heißt Ja, also, aber wir dann haben haben wir dann die fünf alte, Stück. wir haben die alte. Wir haben Ja. die Philippinen, Genau. wir haben die Hainan, Genau. wir haben die Semi, Aufgepeppte. die 787 und wir haben die Pornöse. Also fünf, Fünf, sage ich doch. fünf, Fünf fünf. Business Classes. Ja. Und Wahnsinn. jetzt machen wir uns alle lustig über Emirates. Das war ja das, wo Lufthansa sich lustig gemacht hat, dass Emirates fünf verschiedene hatte. Aber soll ich dir mal was sagen? Ich bin da nicht ganz unglücklich drüber, weil vier von denen sind besser als die fünfte. Rutsch mal wieder hoch Und ins na, Bild. Ich muss mal den. na, Ich kriege von Ricardo kein Geld dafür, aber ich zeige nochmal Ricardo-Sitz. Nein, man muss es mal pragmatisch sehen. Also solange du nicht auf den jetzigen, also den quasi ganz alten Sitzen fliegst, das finde ich alles gut. Also ich sage dir ganz ehrlich, der alte Ricardo-Sitz, Ricardo, die alte Business Class, die wir hatten, die Rutsche, ja, Wollte ich gerade sagen, die Rutsche. die war besser als das, was jetzt da ist. Weil du konntest zumindest in der Exit Row, in den Bulkhead Rows, konntest du die Rutsche in einen Full Flat machen, indem du den Seitending aufmachst, die Hebel ziehst, aber Ja. nicht den orangen, ganz wichtig. Und dann warst du in Full Flat, so wie es ist. Ja. Also die Rutsche war ja ein super Sitz, wenn du nicht schlafen wolltest. Also für so einen Tagflug konntest du ihn schön nach hinten machen. Der war schön breit, super. Ich finde, ich habe da immer gut drin gesessen. Der hat halt nur den Nachteil, du konntest ihn halt auf den normalen Sitzen oder auf den normalen Plätzen halt nicht ganz full flat machen. Ansonsten war der cool. Ohne Frage. Ja, aber nur aufgrund der Tatsache, weil Lufthansa die Sitze so nah aneinander machen wollte, dass man kein Full Flat mehr machen konnte. Ja, schade. Ja, was soll ich dazu sagen? Nicht viel. Es ist, wie es ist. Et kütt wie et kütt. Haben wir sonst noch Reaktionen von euch? Ich gucke mal gerade, dadurch, dass das Ganze nicht nur in einer Sache gestreamt wird, sondern auf meinem eigenen Profil gestreamt wird, kann es sein, dass mir einige Antworten nicht, Fragen nicht kommen. Deshalb gucke ich noch mal auf meinem Hand Y. Na? Dann noch mal auf WhatsApp geguckt. Man kann uns überall erreichen. Mario, hast du auch noch ein Thema, wo du dich heute Nö, fraglos heute bin äußerst? ich eigentlich sehr, sehr, sehr glücklich mit den Themen. Und wir haben ja jetzt auch schon wieder eine ganze Zeit hier die Leute vollgequatscht und vollgesülzt. Sollte ja auch erstmal so eine Probe sein. Vielleicht sagen die auch alle, Mann, ihr seid zwei Langweiler, macht lieber was anderes mit eurer Zeit. Aber vielleicht findet der ein oder andere das ganz interessant, dann kann man das gerne natürlich wiederholen, wenn die Interaktivität dann noch ein bisschen steigt. Wir sind auf jeden Fall immer für euch da.
Ja, also ich persönlich finde, diese Interaktivität ist das, was ich von Clubhouse vermisse. Und natürlich ist die Barriere bei einem Projekt, wo man nur mit der Stimme aktiv ist, wesentlich besser, weil die Leute haben natürlich auch Angst, ihr Gesicht zu zeigen. Und Ja. ich persönlich, ich vermisse das. Also ich bin froh, dass wir wieder Stammtische haben. Das ist doch schön. Und insofern, vielleicht sollten wir auch wieder Hamburg als Stammtisch machen, Hannover auf dem Weg nach Frankfurt. Genau. Also Hannover, Goslar, da müssen wir auch in Kassel nochmal halten und dann, Aber dann in Wilhelmshöhe, Kassel Wilhelmshöhe. ja, ist ja außerhalb, das ist ja quasi so wie Das stimmt. Hannover-Linden oder so, ne? Ja. Oder Langhagen eher. Langenhagen, ja. Ja, dann würde ich einfach sagen, wir konkluden die heutige Sendung mit dem kleinen Potpourri, den wir hatten. Danken allen, die uns zugeschaut haben. Wir werden das Ganze auch nochmal auf YouTube hochladen. Ich werde da wahrscheinlich vielleicht am Anfang ein bisschen schneiden. Ich weiß nicht, der Anfang war aber auch eigentlich okay, oder? Ja, weiß ich nicht. Als wir uns dreimal gefragt haben, ob wir live sind, das muss man ja nicht zwingend senden. Ich Ne? glaube, das haben die nicht gesehen. Ich glaube, da waren wir auch noch Ach nicht so. live. Dann Ja, geht's ja. gut, dann entlasse ich dich in deiner Sauna. Du bist ja gefühlt, wie viel Grad? 45, hast du gesagt? 45 ist hier, ja. Alter Falter. 45. Ich habe hier, was sagt mein Eisen? 22 gepflegte. Draußen ist auch schon zappenduster. Man kann hier Naja, quasi auf den Wald schauen. Warte ich. bist ja auch eine Stunde voraus. Das ist richtig. Warte, einmal drehen. Naja, also zappenduster ist jetzt auch was anderes, ne? Ja, aber du siehst ja, dass ich hier so eine Latüchte habe, die mir voll ins Ja. Gesicht strahlt. Sieht man jetzt gar nicht. So weit kann ich gar nicht drehen. Ups. Ich weiß, das Notebook vom Arm runtergeworfen, von dem Notebook-Arm, wo das drauf schwebt. Sehr gut. Ja, dann. Ja, würde ich mal sagen. Schönen Abend allerseits. Bis dann und tschüss. Danke, bis dann. Tschüss. Kannst du die Hand mit mir zusammenheben? Dann können wir auch finishen. Wunderbar, dann nehmen wir das nämlich als Startbildschirm. Ah, okay, verstehe. Verstehe.